Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Champions League Halbfinal-Rückspiel hier bei Paris Saint-Germain. Ich begrüße nach unserem 1:0-Erfolg und dem Einzug ins Finale unseren Cheftrainer Edin Terzic neben mir, genauso wie die anwesenden Journalisten. Edin, ich würde dich zunächst um dein Statement für unseren Finaleinzug bitten. Ja, schönen guten Abend. Ja, hört sich sehr gut an, hört sich ein bisschen surreal an, aber wir haben es gezogen. Ich glaube, dass wir über die beiden Spiele hinweg verdient haben, ins Finale einzuziehen. Wenn man zwei Spiele gewinnt und zweimal gegen diese Wucht, die sie entwickeln können, zu Null spielt, dann hat man es sich verdient. Und das haben wir getan durch eine sehr gute gemeinschaftliche Leistung heute, die dann natürlich dann am Ende auch ein bisschen das Glück provoziert hat mit den Pfosten- und Lattentreffern. Aber heute ist ein wunderschöner Abend für uns, für den Verein. Und ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, auf meinen einmaligen Staff und für den ganzen Verein. Vielen Dank. Vielen Dank, Edin. Eure Fragen bitte. Kurzer Hinweis nochmal, genau wie gestern. Wir machen die Pressekonferenz auf Deutsch. Übersetzt wird von Caroline. Und englische Fragen beantwortet Edin auf Englisch. Bitte. Wir starten mit Marian Laske für die Funke Mediengruppe. Ja, Edin, nach dem Schlusspfiff warst du berechtigterweise sehr emotional. Du bist auch zu den Fans gegangen. Vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen in dieser Minuten nach dem Schlusspfiff. Ja, ein sehr emotionaler Moment, ein extrem schöner Moment. Den hätten wir uns auch letztes Jahr am letzten Spieltag schon gewünscht gehabt. Und da waren die Fans für uns da, haben uns sehr viel Trost, sehr viel Liebe entgegengebracht in einem sehr schweren Moment. Und heute konnten wir ein bisschen was zurückzahlen, ein bisschen Glauben zurückgeben, den Traum weiterleben lassen. Und ja, jetzt fahren wir alle gemeinsam nach London und dann werden wir alles dran setzen, den Henkelpott nach Hause zu holen. Sebastian Kolsberger für die Bild-Zeitung. Edin, Hans-Joachim Watzke hat gerade gesagt, ich glaube, es wird nicht bei ein, zwei Rotweingläser bleiben heute Abend. Wie wirst du es heute Abend feiern mit der Mannschaft? Wie wirst du es genießen? Ist im Hotel noch vielleicht eine kleine Party geplant? Wir haben nichts geplant. Ich habe nichts geplant. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es eine sehr kurze Nacht werden wird, weil die Emotionen gerade so hochgekocht sind. Und wir haben nichts geplant. Wir wollten die Ausgangslage so ein bisschen ausblenden und uns komplett auf das Spiel konzentrieren. Und das haben wir getan. Und ich finde einfach, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich jetzt schon ein bisschen was verpasse, indem ich hier sitze und nicht in der Kabine bin. Und ja, es ist ein wundervoller Abend, den werden wir aber auch feiern. Aber wir wissen, das ist eine große, große Sache für uns, ins Finale eingezogen zu sein. Aber jetzt wissen wir auch, dass wir das große Ding ziehen wollen. Und dafür müssen wir noch einen harten Weg gehen. Dirk Krampe für die RUHR-Nachrichten. Ja, du stellst ja sehr gerne auch deine Mannschaft immer heraus. Trotzdem würde mich natürlich jetzt mal interessieren, es war auch für dich natürlich eine sehr schwierige Saison mit vielen Auf und Abs. Bundesliga lief ja dann, wissen wir ja alle, wie groß ist jetzt auch persönlich so deine Genugtuung? Ja, das hat nichts mit Genugtuung zu tun, sondern einfach, wie gesagt, die Freude bei mir überwiegt. Das ist das, was man sich vorstellt. Natürlich hätten wir uns unsere Bundesliga-Saison deutlich erfolgreicher vorgestellt, besonders nachdem wir dann letztes Jahr eine tolle Rückrunde gespielt haben. Ich wurde mit ganz vielen Parallelen konfrontiert vor dem Halbfinale. Es gab eine Parallele, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir in Wembley waren, waren wir auch 25 Punkte hinter dem Tabellenführer. Als wir 97 das Ding gezogen haben, waren wir auch in der Saison nicht so stark unterwegs. Das ist etwas, was jetzt auch nicht komplett neu ist für uns. Trotzdem soll das mich überhaupt nicht aus der Verantwortung nehmen, sondern wir haben uns unsere Bundesliga-Saison anders vorgestellt. Und das ist der Grund, wieso wir dann sagen, dass die Saison ganz viele Höhen und auch Tiefen hatte. Aber unsere Saison ist aktuell noch nicht vorbei. Wir machen nochmal auf der Seite weiter mit dem Kollegen Nain. Oui, bonsoir. Vous aviez dit avant le match que le PSG était un peu sûr de lui avant ce match retour. Est-ce que vous estimez qu'ils vous ont pris de haut et qu'ils ont été un peu trop confiants avant de vous affronter ce soir au Parc des Princes? Merci. Na, das würde ich nicht sagen, sondern ich glaube schon, dass man gemerkt hat, dass sie diese
diese Wucht, die sie besonders offensiv haben, heute einsetzen wollen, um ins Finale einzuziehen. Das ist das große Ziel gewesen. Und ja, sie haben ein Hinspiel sehr knapp verloren, mit dem knappesten Ergebnis, wie man es sich vorstellen kann. Und dementsprechend finde ich es völlig in Ordnung und auch legitim, dass man sehr selbstbewusst in das Rückspiel geht. Aber ich glaube, man hat auch gemerkt, dass wir heute auch sehr selbstbewusst aufgetreten sind. Und wir haben uns gegen eine herausragende Mannschaft durchgesetzt. Und das ist das, was uns so glücklich macht und so stolz macht. Und trotzdem wissen wir halt auch, dass ja, wenn wir dieses Spiel heute 10-mal gespielt hätten, dann hätten wir es wahrscheinlich nicht 10-mal gewonnen, sondern da ist einfach so auf diesem Niveau entscheiden dann halt die Kleinigkeiten. Und wir haben es geschafft, jetzt in diesen beiden Spielen die Kleinigkeiten auf unsere Seite zu ziehen. Oliver Müller. Eine Wahnsinnsgeschichte ist ja, dass es ausgerechnet Matze ist, der dann heute tatsächlich auch das Tor nach Wembley aufstößt. Gestern saß er hier auf der Pressekonferenz, hat auch noch mal über 2013 gesprochen. Marco kommt heute auch rein. Ich denke auch, was dann wichtig ist, einen Spieler zu haben, der auch Bälle festmachen kann, wenn man dann mal hinten rauskommt in der Druckphase. Die Tatsache, dass die beiden, bei Marco ist ja klar, dass er im Sommer bei Borussia Dortmund aufhört, bei Mats ist es ja noch offen. Die Tatsache, dass ausgerechnet die beiden jetzt diesen Anteil daran haben, an dieser Erfolgsgeschichte, wie bewertest du das? Ja, das ist die wunderschöne Seite des Fußballs. Marco hatte in seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund das Glück, beim Champions-League-Finale in Wembley dabei zu sein. Und jetzt in seiner letzten Saison bei Borussia Dortmund noch einmal. Da schließt sich ein Kreis. Und beide haben einen extrem großen Anteil, nicht nur jetzt mit diesem Erfolg, sondern den Erfolg, den wir in den letzten Jahren hatten. Da waren beide sehr, sehr prägend. Und Mats stand jetzt, glaube ich, in allen Spielen in der Champions League von Beginn an auf dem Platz. Und das zeigt ja schon alleine die Tatsache, wie wichtig er für uns ist, und hat heute ein tolles Spiel gemacht im Gesamtverbund. Ja, und bei Marco war es echt schon eine harte Entscheidung, auch vor dem Spiel. Nach dem, was er am Samstag gezeigt hat, wollten wir eigentlich auch dieses Momentum mitnehmen in dieses Spiel. Nur die Jungs, die haben es auch so gut gemacht letzten Mittwoch, und die Räume, wir wussten, dass es dann auch Räume geben wird für Jaden und für Karim über die Flügel, aber wir wussten dann halt, dass wenn es darauf ankommt, nochmal Ballsicherheit zu bekommen, nochmal eine defensive Stabilität und Disziplin, dass wir die von Marco zu 100% bekommen werden, und alle haben alles investiert, damit die beiden auch nochmal die Möglichkeit haben, etwas gut zu machen im Champions-League-Finale, und deshalb freuen wir uns für uns alle und besonders für die beiden. Gibt es noch eine abschließende Frage? Dirk Krampe und oder Marian Laske? Ja, muss ich natürlich noch morgen Abend fragen. Du wirst wahrscheinlich sehr entspannt auf dem Sofa sitzen. Ich weiß nicht, was du jetzt sagen willst, aber ich frage trotzdem, wen wünschst du dir? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute der Favorit sind, ab morgen dann nicht mehr. Ja, was wünsche ich mir? Also ich glaube, ich wünsche mir erstmal ein gutes Spiel. Und wenn ich jetzt ein bisschen egoistisch bin, dann wünsche ich mir vielleicht 6 rote Karten. Aber ansonsten, der Rest liegt nicht in unserer Hand. Wir wissen, egal gegen wen wir spielen, es wird ein extrem, extrem schwieriges Spiel. Aber es ist nur ein Spiel. Und in einem Spiel ist alles möglich. Das haben wir bewiesen. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Edin. Vielen Dank euch fürs Kommen. Und auch nochmal vielen Dank an Paris Saint-Germain für die Gastfreundschaft in den letzten 2 Tagen. Dankeschön. Dankeschön. Merci.